Es ist vollbracht, die Zahlen sind raus. Wollen wir mal schauen, was die Arbeitsmarktdaten heute gebracht haben und dann können wir mal schauen, was der Markt gekonnt hat daraus. Die Zahlen sind erwartungsgemäß positiv, zumindest mal gewesen, sogar noch positiver als erwartet. Wir haben hier die letzten Monatszahlen 13,3%, erwartet wurden 12,3%, es sind 11,1% gewesen. Wir sehen es, die Welt ist sowas von in Ordnung. Non-Farm Payrolls deutlich mehr als eigentlich erwartet und als zuvor. Wir hatten 2,7 Millionen zuletzt, wir hatten 3 Millionen erwartete und 4,8 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft sind dazugekommen. Also alles super, alles wunderbar, könnte man meinen. Wobei die Frage noch nicht gestellt ist, sind das jetzt gute Nachrichten oder ist das eher schlecht? Weil jetzt die Notenbank vielleicht sagt, oh, dann können wir ja wieder unser Programm ein bisschen zurückfahren. Also man sieht, man muss manchmal auch um die Ecke denken und das ist in diesem Fall vielleicht sogar nochmal relevant. Vielleicht auch noch nicht jetzt in diesem Moment, aber es kann sein, dass, wir hatten ja gesagt, die Aufwärtsrichtung technisch sowieso eigentlich die realistischere ist, die wahrscheinlichere, dass wenn wir hier irgendwo in die Nähe kommen, dass dann vielleicht die Notenbank sich mal äußert, ey, sieht doch alles ganz klasse aus, wir können das Programm runterfahren und dann ist das große Erschrecken und wir kommen dann in die nächste Abwärtsrichtung. Aber darauf wollen wir uns jetzt mal nicht erschrecken, im Gegenteil, wir sind ja noch jetzt in dieser wunderbaren Aufwärtsbewegung, wir sehen, dass Schübe sind ganz klar nach oben. Ich bin immer noch der Meinung, Abwärtsbewegung dreiwelliger Art oder mehrfach wackelnd wären eigentlich eine perfekte Einladung für die Long-Seite, also sprich, dass wir dieses Angebot hier noch wahrnehmen. Klassischerweise auf jeden Fall mal hier oben drüber, das muss nicht zwingend immer hier drüber gehen, aber die Wahrscheinlichkeiten sind relativ groß, wenn wir so eine Zigzag-Geschichte haben. Wieso Zigzag? Na, wir sind Schub nach oben, Korrektiv nach unten, also Impuls hoch, Korrektur runter. Und hier sieht es alles bis jetzt zumindest mal sehr impulsiv aus, was wir hier haben. Fünfwelligkeit mal unterbrochen. Auch jetzt hier, wenn wir im 15-Minuten-Chart mal gucken, Schub hoch, wackelig wieder runter. Hier gab es mehrere Möglichkeiten, gegebenenfalls wieder reinzugehen. Das war jetzt blöderweise nachts, aber auch auf den etwas höheren Zwischenniveaus oder auf der noch kleineren Ebene hier, wenn man diesen Arm nimmt, A, B, C runter. Also dieses Prinzip scheint hier weiterhin zu gelten. Und man kann eigentlich nur hoffen, wenn man hier jetzt nicht mit dabei ist, dass man bei der nächsten Korrektur dann einfach wieder mitmischt. Denn Potenzial ist ja durchaus noch da. Also das letzte Zwischenhoch hier, das ist ungefähr bei 26.650, ganz grob gesprochen. Also da lehne ich mich mal aus dem Fenster, 26.800 oder vielleicht die 27.000 sind hier noch absolut gängige Ziele, die uns wohl in der nächsten Zeit bevorstehen. Noch dazu haben wir den 4. Juli voraus. Das heißt, wir sind sowieso in Feierstimmung, was Amerika angeht. Ich denke, schlechte Nachrichten müssten wirklich dramatisch sein, um die Marktteilnehmer davon zu überzeugen, dass die Aufwärtsrichtung aktuell nicht die richtige ist. So, also der Markt nimmt dieses Angebot wahr. Gucken wir nochmal kurz auf die Indizes. Das ist ja jetzt die Welt der Futures oder der CFDs, wenn man so will, also derjenigen, die 24 Stunden handeln. Wer Intraday unterwegs ist, guckt ja gerne auf den Markt, aber viele gucken natürlich auch von den Anlegern, von den etwas längerfristigen, auf die Indizes, um dort einfach zu gucken, was sie davon haben wollen und dann oder haben können sozusagen. Und dann sehen wir eigentlich, das Bild bestätigt sich auch hier, die Schubrichtung, die ganz klare Korrektur hier beim Dow Jones und jetzt anschließend der Weg nach oben. Also das wäre vorläufig das Sinnvolle, das Richtige, das nachvollziehbare Bild, was zumindest mal hier gilt. Und auch hier gilt grundsätzlich der Grundsatz ABC hierunter beispielsweise, gibt so eine gewisse Indikation für die kommende Richtung. Wenn wir mal auf den DAX gucken, beispielsweise gucken wir da ruhig auch mal auf den Index, dann haben wir den direkten Vergleich. Dann können wir sehen, sobald das Bild dann hier mal erscheint, dass auch hier das grundsätzlich ähnlich aussieht. Wir haben er ist noch in der Konzentrationsphase, es ist nicht so einfach, er ist auch in einer hohen Freude, so wie sie das aussieht. Also wir sind hier eigentlich voll on track. Also die Erwartungshaltung, dass der Kurs jetzt hier ebenfalls diese Geschichte nochmal annimmt, die scheint sich tatsächlich zu bewahrheiten. Trotzdem ist das Bild des internen Verlaufs in Deutschland ein bisschen anders. Ich muss gestehen, ich kann das nicht so gut zuordnen, denn diese Aufwärtsbewegung, anders als beim Dow, wir hatten hier angefangen, das ist das Zwischentief, was wir hatten, 25. Juni morgens. Seitdem ist der Kurs auf dem Weg nach oben. Das ist allerdings überhaupt nicht impulsiv, vor allen Dingen impulsiv könnte man vielleicht noch sagen, aber nicht wirklich ein
naja, ein Impuls im Sinne der Elliott-Wellenzählung, sprich idealerweise überlappungsfrei. Im Gegenteil, der Anfang, das sieht alles ziemlich, ich sag mal, landläufig doof aus, was wir hier haben. Trotzdem, bis jetzt ist alles noch im Maße und wir werden ein bisschen die Augen offen halten müssen, ob der DAX hier oben drüber über die 12.900er Marke, 12.920 in etwa, ob er da drüber kommt. Das würde zumindest mal deutlich mehr die bullische Seite nochmal favorisieren, auch im übergeordnet großen Bild. Aber im Moment würde ich davon noch nicht so sehr ausgehen. Der DAX eher ausgelaufen hier schon in den höheren Bereichen. Mein Fokus liegt da ganz klar auf der amerikanischen Seite, denn die bietet da bessere Bilder. Und auch wenn der Nasdaq, und den machen wir noch zum Abschluss, jetzt quälen wir nochmal komplett hier, wenn der Nasdaq mit seiner sehr, sehr starken Aufwärtsbewegung, die wir ja in den letzten Monaten völlig unkorrigiert noch hatten, denn der zeigt jetzt ja im Moment ebenfalls nochmal die Stärke. Also wir haben jetzt wieder hier neue Hochmarken in dieser Woche, sind auf dem Allzeithochniveau. Wir sehen das aktuell, 10.000, das ist der Future, der September-Kontrakt in dem Fall, 10.413. zeigt ebenfalls das an. Was Bärisches lässt sich auch hier noch nicht erkennen. Allerdings, je fortgeschrittener diese Bewegung ist, es wird mal wieder ein Rücksetzer fällig. Das kann ruhig eine ABC sein, so wie hier so mehr oder weniger, oder wie hier ABC. Solche Bewegungen, die würden uns dann wieder neue Möglichkeiten geben. Das kann im Stunden- oder 4-Stunden-Chart sein, oder wer eben ganz genau hingucken will, auch gerne auf ganz kleiner Zeitebene, sobald der Markt solche Rücksetzer macht, die verhältnismäßig flach laufen, hat man die Möglichkeit, sich da nochmal nach oben triggern zu lassen. In diesem Sinne hoffe ich, alle allzeit oder zumindest häufig genug auf der richtigen Seite liegen. In diesem Sinne alles Gute und ganz liebe Grüße.